Hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spiele Paradies mit mir zu Maxi als Morty Clone. Wir sind wieder beim Rick und Morty Virtual Recality. Genau, und hier sieht es nochmal aus wie im Sauerhaufen. Aber egal. Wir schauen jetzt erstmal. Machen wir erstmal den Spielzeug wieder. Ach ja, ich kann nicht reden. Wer weiß, was hier für Monster irgendwann mal rauskommt. Genau, ich wollte nochmal schauen. Dieses Kristallding. Mir ist nämlich eingefallen, wo Ono war. Und zwar im Badezimmer. Im Badezimmer, in dem Portal war dieses Ono. Das habe ich doch hier reingekickt. Genau, da ist es. Und genau das nehmen wir jetzt mit in die Garage. Macht gut, Portal. Genau. Das legen wir mal zur Seite. Gehen auf. Ja, jetzt überlege ich mal. Machen wir die. Erstmal zum Kristall. Okay, dann hätten wir das hier. Genau. Und ein Schaft, da ist mir eingefallen, warum kann ich vielleicht kann ich den Pfeil? Nein. Aber ich kann den Hammer trotzdem nehmen. Genau, jetzt haben wir einen Kristall gehabt. Okay, warum auch immer der jetzt verdreht ist. Ich dachte, ich hätte ihn da drin. Dann war jetzt nochmal. Ja, genau, jetzt haben wir das. Und jetzt versuche ich mich mal, die beiden Sachen zu kombinieren. Ja. Irgendwie nicht. Aber dieses Oh no, das ist doch richtig. Okay, wir lassen das mal kurz hier. Dann nehmen wir mal den Hammer und das auch noch. Weiß auch nicht. Oh, da ist es. Da, genau das vorne. Perfekt. Alles hierher legen. Kristall. Nein, nicht die Dose aufmachen. Das Kristall. Und das. Und jetzt dann. Ja, Leute, schaut euch an. Das sieht doch genau so aus wie das, was da drauf ist. Mal sehen. Ja! Sehr schön. Sehr schön. Wer auf solche Ideen kommt, keine Ahnung. Aber wir schauen jetzt mal. Metal Candy Bar. Das heißt, da müssen auch irgendwo Süßigkeiten sein. Aber anscheinend sind wir dran. Schade. Liegt da draußen irgendwas außer Dosen und Motorrad? Nein, auch nicht. Candy Bar, Candy Bar. Ich habe aber auch keiner irgendwie einen Candy Bar umliegen lassen. Okay, dann versuchen wir das hier. Da. Das ist jedenfalls hier, glaube ich. So, können wir vielleicht das wieder mit dem Hammer? Oh Gott, ich glaube, ich muss nicht so schnell bewegen. Das kommt ja vorne daher. Okay. Ups. Das ist schlimm. Das sieht irgendwie auch nicht richtig aus. Ich glaube, die Dose muss da hin. Die Klappe, sondern die Dose. Oder aber auch nicht das Spiel ist. Also das sieht jetzt wirklich. Nehmen wir eher danach aus und jetzt muss es noch golden werden. So. Wenn das ist Gold, kann man das Gold nennen? So. Vielleicht jetzt. Ups, da wollte ich nicht.
Was Goldenes? Die Krone? Oder? Ja, Krone ist doch so ein Gold. Nehme ich das jetzt mal. So, Krone. Haben unseren Urstab. Kommen wir dann. Probieren wir mal. Ja! Leute, tatsächlich, die Krone ist Gold geworden. Ja, sehr gut. Sehr gut. Aussetzen. Perfekt. Jetzt brauchen wir ja nur noch diesen Candybar und diese Cardboardbox. Oh, dann so. Okay. Da habe ich aber auch keine Ahnung. Sie aus dem Buch. Dann soll ich das machen. Nein, ich sage es jetzt hier. Morgen bin ich. Okay. Dann nehmen wir unser Gast noch mit. Ebner. 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 So. Ja, dann. Okay. Moment hier. Nein, ich glaube, es ist da. Und. So, zack, und dann hier mal. Oha! Hey, das ist es sogar. Echt jetzt? Krass. Okay. Das wird's natürlich. Leute, wir sind fast am Ziel. Wir brauchen jetzt noch ein Stück. Ja, wir brauchen noch einen Schokoriegel oder sowas. Da, so liegt was. Ich habe da gerade hinter der Wand was gesehen. Das heißt, wir holen uns einen Mr. Meatix. Genau. Und ich trete hier irgendwie aufs Kabel. So. Schmeiß den Ball. Nee. Das reicht noch nicht, sorry. Aber dafür kriegen wir ja immer wieder neue. Irgendwo, ich kann. Okay, Moment. Wir probieren es mal an einer anderen Stelle aus. Oh Gott. Genau. Das sieht das schon. Sieht das besser aus. Ja, ja. Nein, das ist eine Kassette. Natürlich auch okay. Die hören wir uns doch gleich mal an. Okay, die Klappe machen wir mal zu. Und schauen wir mal, was auf der Kassette drauf ist. Squim Squam Radio. Squim Squam Radio. Oh, also hier ist auf jeden Fall Musik drauf. Na, dann habe ich jetzt hier wieder meine Box. So. Da ist kein Schokoriegel drauf. Aber den muss ich da auch irgendwie geben. Schokoriegel. Wenn ich es so liebe, ist es noch drauf. Schade, ich hätte es ja im Büffner-Video beim Schokoriegel. Aber okay. Hier im Regal ist ja auch nichts weiter. Okay, was ist da drin? Ich will wieder von außen. Was ist das? Ach Gott. Ein Bild von Rick und Morty. Ist ja süß. Das ist das Zuschauer, okay.
Das sind die Bauteile. So cool, wo könnte da ein sein? Oder weiß auch nicht. Wo würde man dann eigentlich stecken? Das weiß ich eben nicht. Okay. Wir haben jetzt fast alle Momente. Das ist ein Cracker. Cracker ist alles. Aber ich kann auch keiner drauf. Cracker. Nur eins. Nee, das war ja kein Video, das war ja eine Kapitel. Aber. Metall. Habe ich den Klappmann aufgebogen? Bin ich jetzt zu dämlich? Das war übrigens. Der Boot, der andere Boot. Der ist ja nicht so. Wahrscheinlich wohl. Ist das ein Knall? Ein Knall? Okay, dann haben wir noch Ohr. Jetzt. Gut, okay. Ich muss dann noch irgendwas aus dem Metall haben. Vielleicht ist es kein Pfeffer. Today, Morty left Ham in the sofa. Again. Hey, Ethan. Thanks for the offer, but I'm actually not into drugs these days. Recently, whenever I take them, I get paralyzed in contemplation of the myriad wonders and infinite complexities of the universe, and I'm a teenager. I really don't need that pressure right now. I can probably hook you up with someone, though. Jerry, did you hide my scrubs again? Hiding my scrubs won't keep me at home, Jerry. Mom, they're in the dryer. How many
glasses of wine doesn't take you to forget you did laundry. My family is such a downer. Between forcing me to deal with their constant existential crises, saving the world from their own fuck-ups, their marriage slowly falling into resentful entropy, and dish duty, there's no way I can keep up with my social life to any sort of respectable degree. I just wish that sometimes I could, like, escape this social prison. I just think high school was, like, made to oppress me. Let me tell you about what happened the other day. Hey, Summer, do you have my math book? Mom always gets them confused, you know? It's not like I'm doing calculus here. Get out, Morty! God, don't you ever knock! I could have a boy in here. You know, if you keep talking to yourself in your stupid tape recorder, you'll never have a boyfriend. Get out! I've started to drink tea. It's supposed to center the spirit and make you really present and appreciate the moment, and is less likely to cause wrinkles than sudden life-threatening situations and the crushing responsibility of saving the universe. Okay, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal, was Rick noch für uns hat. Wenn wir die Uhr haben. Wo ist Rick? Oh! Guck mal, Rick. Ah, da. Hey, Clone Morty, you useless piece of garbage. You must have done a real shit job when you tried to upgrade the car. We broke down and we need your help to get us out of this mess. Open up the portal wall to the new location so we can bring you here. Okay. Wir sind also durchs Portal zum Rick and Morty. Und irgendwas... Um bei irgendwas zu helfen, weil ich wahrscheinlich das... Auto kaputt gemacht habe. Bei dem war so. Okay, wir schauen mal. Okay. Who was in Deacon? Ugh, finally. You definitely screwed up with this upgrade, Clone Morty. Anyway, we came here to get a special kind of egg. It's the one on that rock over there, so why don't you figure out how to get it and bring it over here while I fix the mess you made in my car. Okay. Oh. Grandpa, I think this clone is either dumb or... All right, get over here and give the egg to the car. Okay. I'm not so sure about this, Rick. This seems like some kind of nature preserve, you know? Morty, it is a nature preserve, and I'm way ahead of you. I disabled any alarms or any detective measures that might have detected us coming here. Way b- Shit, Morty! Oh my god! What are we gonna do, Rick? I'm too young for space prison! Oh god. Oh god. Put the egg back immediately. This is a Galactic Federation-controlled section. Clone Morty, step back. I'm gonna suit you up for combat. I'm not dealing with these dumb insects today. Alright, now. Oh shit! He's on! Shit, those sons of bitches! Don't let them escape! Alright, Clone Morty, cover us while I fix the car. You've got hand blasters now, you can shoot. Those shooting types. Oh, okay. Shoot, shoot, man, shoot the box. MC Hammer's Too Legit to Quit album online. Cloning system online. Uncertainty analyzer online. I'd appreciate it, clone, if you'd stop letting so many of them through. Ah, clone, clone. The government heads, but I have no way of getting you back here, so,
gonna go ahead and disable all the safety mechanisms on your hand cannons, and, you know what they say, there's only one way out, Clone Morty. That goes for all of us. Wow, Rex, that sounds really honorable. Do you have any patriotic music that, you know, you could maybe send them out with? I do have some patriotic music, Clone Morty. Yeah, play him that patriotic music, you know, while he shoots his way to, and then gets killed eventually. Yo! It's like your dad. Welcome to Purgatory. The devil's not available, so you get me, the devil's secretary. We weren't actually expecting you to be dead so soon, so if you don't want to be dead, you can just press that button right in front of you on the phone. Welcome back, Clone Morty. The egg we acquired is on the desk, so go ahead and pick it up and find somewhere warm to incubate it. You know, somewhere nice and warm so that it'll get nice and incubated and hatch. I'm sure you can figure something out. Okay, und genau das würde ich sagen, machen wir das nächste Mal. Ich glaube, da ist die Kamera. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr habt auch weiterhin Spaß mit mir und Rick und Morty und der Virtual Reality. Wenn ihr Vorschläge für Spiele habt, dann schreibt es auch gerne mal rein. Ich habe schon ein paar angetestet und werde demnächst wahrscheinlich auch noch ein paar bringen. Aber wenn ihr selbst auch schon welche gespielt habt, dann schreibt mir einfach mal rein. Ich freue mich auf neue Spiele, auf Kommentare, auf euch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.